Das Schabandar in Bagdad ist mehr als ein Café, es ist ein Symbol. Umgeben von Büchereien und Antiquariaten ist es das Kulturcafé der irakischen Hauptstadt. Hier kommen Gäste, um zu lesen und zu diskutieren. Der Rentner Sham El-Sahawi verbringt seine meiste Zeit im Schabandar. Ein Tag vor 2 Jahren ist ihm noch genau in Erinnerung. Damals ging er nicht in das Café. An diesem Tag war ich auf einem Amt, um Papiere für meine Rente auszufüllen. Plötzlich haben mich Freunde angerufen, die sicher gehen wollten, dass ich nicht im Schabandar war. Dort war gerade eine Bombe hochgegangen. Sie danken Gott dafür, dass es mir gut ging. Damals jagte sich ein Attentäter neben dem Café in die Luft. Die Decke des Schabandar stürzte ein, 30 Menschen starben. 2 Jahre später feiert das Café seine Wiedereröffnung. Alles sieht aus wie vorher, nur 5 Fotos erinnern an das Drama. Es sind die Söhne des Besitzers, die bei dem Anschlag ums Leben kamen. Ihre Mutter stirbt vor Kummer. Was den Vater am Leben hält, ist sein Café. Ich habe meine Wut beiseite gepackt, um dieses Café wieder aufzubauen. Und ich habe Gott darum gebeten, die Menschen zu segnen, die ihr Leben für das Land verloren haben. Kurz nach dem Anschlag beginnt die Regierung, das Stadtviertel wieder aufzubauen. Das Schabandar und die umliegenden Buchläden sind das Symbol für den intellektuellen Irak. Mit der Wiedereröffnung des Cafés wurde ein Teil der Tradition von Bagdad wiederbelebt. Kurz nach dem Anschlag hatte ein Schriftsteller gesagt, an diesem Ort werde nie wieder Licht brennen. Doch für die Gäste im Schabandar brennt es jetzt wieder.